So, Leute, let's go. So, in dem Spiel geht es darum, Generatoren zu reparieren. Ihr seht, da hinten ist ein Stromkasten. Wenn man diese 5 Generatoren repariert hat, geht man zu diesem Stromkasten hin, repariert den und dann öffnet sich dieses Tor und dann entkommt man aus dieser Map. Man muss dafür sorgen, dass der Killer keinen erwischt. Ihr seht, links sind die Köpfe zu sehen von jeweiligen Spielern. Man hat 2 Leben, wenn man 2-mal gestorben ist und der Gegner trifft einen das 3. Mal, ist man tot. Oh. Mann, wo ist eine Palette? Der hat mich jetzt. Nein! Voll in die Falle getappt. Ihr seht, es gibt verschiedene Killer. Der kann sich zum Beispiel eine Zeit lang unsichtbar machen. Ist übertrieben ekelhaft. Ich hasse den Typen. So, ein Generator wurde schon repariert. Ist unten links. Sind 4 Generatoren. Das sind die Haken. Jetzt müssen meine Teammates mich versuchen. Guck mal, mein Teammate, wo der ist. Richtig cool. Muss versuchen, mich vom Haken runterzunehmen. Und jetzt heilt er mich. Ich kann mich auch selbst halten, weil ich unten links diesen Perk habe. Ach man. Das ist so unfair. Der ist einfach nur am Campen die ganze Zeit, Digga. Guck, der macht das jetzt die ganze Zeit. So. Der campt jetzt die ganze Zeit. Jetzt sehe ich die Palette da. So, ich muss mich gleich auf jeden Fall heilen. Ihr seht selber, der fängt die ganze Zeit an, zu kämpfen. Ich versuche den gleich zu retten, aber ich sterbe auf jeden Fall. Ich schaffe so welche Killer. Das sind die billigsten Killer. Die Killer haben ja sowieso schon einen Vorteil. Und als Killer muss man durch die Map rennen. Der ist ziemlich schnell. Baby Bambi! Mein Gott. Der läuft jetzt auch noch da, der Killer. Nein. Das hat er gehört. Wenn man einen Fehler macht, dann sieht der Killer das. Und wenn man läuft, sieht der Killer das. Ihr müsst die Sicht eines Killers mal spielen. Der sieht Kratzspuren überall. Wenn man die Dinger hier umschmeißt, wenn man läuft. Das Einzige, wo der Gegner keine Kratzspuren sieht, ist, wenn man geht. Die sind 6 oder 7 Sekunden zu sehen, diese Kratzspuren. Deswegen sehr vorsichtig muss man da sein. Ich hoffe, dass er jetzt nicht zu mir kommt hier. Das ist ein...
So. Ich bin nämlich der perfekte Überlebenskünstler. Komm her, ich heil dich! Du dumme Nuss, schneller! Das Spiel macht wirklich mit Freunden Spaß. Ihr müsst über Discord halt miteinander reden, weil es kein Game Chat gibt. Also fertig. Ich hoffe, dass er mich nicht bekommt. Ich hoffe, dass er nicht kämpft, sonst ist das auch bei mir gewesen. Ich kann nichts machen. Der ist sowieso schon tot. Und tschüss. Ja, Mann. Das wollte ich euch zeigen. Die erste Runde, die wir heute spielen und direkt gewonnen. Mal schauen, jetzt gibt es die Punkteverteilung. Es gibt vier Kategorien, die unterteilt werden. Ich zeige euch das Ganze. Das zeigt mir an, wie viele Blutpunkte ich bekommen habe. Diese 37.000, die oben rechts über meinen Namen stehen. Damit kann man sich Fähigkeiten kaufen. Ihr seht, es gibt Bronze, Silber, Gold und dann kommt Rot, wie man sehen kann. Erste Kategorie, hilfsbereit. Also, man rettet Leute vom Haken. Sowas dann halt, ne? Als Flüchtling, wie gut man von den Kindern wegläuft. Dann halt Lichtgestalt, das ist, glaube ich, die Hilfsbereitschaft für die Generatoren. Und ungebrochen. Repräsentiert meine Fähigkeit ums Überleben. Wenn eine Prüfung ankommt. Da habe ich Gold. So. Mal schauen. Ah, auf dem zweiten Platz. Sehr gut, da können wir einen Daumen nach oben geben. Den Killer geben wir einen Daumen nach unten. Kann man leider nicht geben, sonst würde ich das machen. Weil er die ganze Zeit gekämpft hat. Ansonsten haben wir gut als Team gearbeitet. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das sind die erste Runde, die ich so gespielt habe. Das Spiel macht wirklich Bock, Leute. Wenn es das, wenn das Spiel kostenlos auf dem PS Plus gibt, im PS Store, ladet euch das Ganze runter, glaubt mir, der Vierer-Party, wenn ihr keine Lust auf Warzone habt oder irgendein anderes Spiel, dann zockt das. Das macht wirklich richtig Spaß. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt wie mit diesem Game. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Kurz geht Pause, euer Nächstes. Ciao.